Ich mach mal ganz kurz nochmal einen Kürbis. Für alle anderen. So sehen sie nichts. Yo, hi und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Video. Und zwar, wir spielen Enderun hier auf meinem Server, der spielpirat.de. Wie ihr schon wisst, hat sich gerade ein Fenster bei mir geöffnet. Bin ich ja schon etwas länger daran, einen Server zu errichten, ja. Und zwar unter der ID der spielpirat.de. Und ja, wir haben jetzt hier gerade mal ein paar Leute zusammengetrommelt, getrommelt, sag ich schon. Wie ich mal ganz kurz auf Twitter schon bekannt gegeben habe. Oh, ich hab einen Poison-Effekt, Alter. Wird mir gerade übel. Oh, habt ihr schon mal jumpen? Oh, fick die Henne, Alter, Bro. Ja, genau, jetzt auch noch so einen hässlichen Scheiß-Kürbis auf. Es gibt hier nämlich so ein paar Power-Ups, Leute. So ein paar Power-Ups gibt's hier. Jetzt bin ich irgendwie, ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Mit Fett im Fokus. Wir spielen ein paar Runden. Wir haben drei Maps momentan. Es werden auf jeden Fall noch mehr kommen. Wir haben momentan Classic, wie wir hier spielen. Halma und Spiral. Und ja, eigentlich allesamt ganz gute Maps. Und ja, Enderun ist so, sonst wirst du eben halt geportet alle paar Sekunden. Das kann man in der Levelleiste eigentlich sehen. Aus irgendeinem Grund wird das, okay, ist gerade geupdatet worden, wieder angezeigt. Und ja, wir haben hier noch ein paar Spieler. Neun sind wir noch, alter Schwede. Diese Enderun, Ender-X, die porten hier eben halt rein, wahlweise zufällig. Und genau, also regelmäßig, natürlich in regelmäßigen Abständen, pipapo. Jetzt ist natürlich so, dass man versuchen muss, am längsten noch oben zu bleiben. Diese Power-Ups machen es natürlich schwierig. Wir sind gerade momentan im Konfigurieren, wie oft welche Power-Ups, beziehungsweise wie oft Power-Ups generell noch generiert werden. Und ja, da sind wir eigentlich momentan ganz gut aufgestellt. Zack, zack, jawollo. Da können wir also alles noch ein bisschen testen. Aber da fehlen uns natürlich noch ein paar Rückmeldungen von euch natürlich auch da draußen. Also wenn ihr Bock habt, kommt gerne mal vorbei. Versammelt euch so ein bisschen auf dem Abend. Sicherlich ganz gute Möglichkeit noch aufzunehmen, um so ein paar Sachen zu spielen. Ganz schön, dass der Spielmodus auch sehr leckfrei läuft. Also da haben wir wenig Probleme. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Scheiße, ich bin runtergefallen. Ach, leck mich am Arsch. Ja, wunderbar, Ski. Da hat er ganz knapp gewonnen. Ist aber auch gar kein Problem. Wir sind Zweiter geworden, würde ich fest meinen. Genau, sind wir. Und da geht's gleich weiter, würde ich sagen. Gleich weiter. Dass wir noch eine kleine Runde spielen. Wir könnten uns vielleicht dafür mal Enderun 2 aussuchen. Es ist alles gar kein Problem. Und da geht's rund. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir starten. Bis gleich. Yo, herzlich willkommen wieder zurück. Und zwar zur nächsten Runde von unserem Enderun hier. Wie versprochen, sehen wir uns gleich wieder, hatte ich gesagt. Und ach, jetzt ist die Schutzzeit schon vorbei. Wir spielen hier die liebe, schmackhafte Maps bei mir, uns hat schon jemand gleich wieder mal ein Power-Up gefunden. Das nennt sich Kürbis und wir rennen hier wieder alle mit Kürbis rum. Sollte jemand Kürbis auf dem Kopf nicht sehen, dann ist es natürlich ärgerlich, aber nicht änderbar. Gegen solche Sachen wie zum Beispiel... Oh, oh, oh. Scheiße. Okay, alles klar. Ich habe mich gerade nochmal irgendwie retten können. Ich hatte mich ein kleines Problem gehabt, dass bei mir sich ein Fenster durch meine Webcam geöffnet hatte. Wow! Wow, das war natürlich richtig fatal. Alter, Übelkeit und Kürbis auf dem Kopf. Ist nicht gut, Leute. Da kann einem extrem übel werden. Oder man wird einem nicht mehr übel, weil man nichts mehr sehen kann. Ich weiß es nicht. Oh, da hat, glaube ich, jemand gerade den Switcher gehabt. Der ist ein Schneeball, mit dem kann man jemanden abwerfen. Und dann switcht man mit dem die Position, Alter. Dieses scheiß Power-Up. Wie ich es jetzt schon verfluche. Ja, es ist so ein kleines Party-Game. Musst du auf jeden Fall alkoholisiert spielen. Das könnte eventuell dein Problem wieder ausgleichen oder auch nicht. Wir müssen mal gucken. Wird natürlich auch schon angezeigt, wer hier ein Power-Up macht, also wer die Konzentration hat. Und sich parallel noch, ach leck mich doch, damit beschäftigen möchte. Kann das gerne tun. Wer hier was eingesetzt hat, Statistiken führen, diese einreichen. Au, oh, das war TNT. Das war TNT. Oh mein Gott, holy crabbly crap. So. Ja, genau. Oh, ich merke schon wieder die ersten Anfänge von Poison. Oh, Poison. Wow. Cable sieht noch. Alter, ich könnte kotzen. Oh, scheiße, wir haben es geschafft. Wir haben endlich mal ein Power-Up gefunden. Alter Schwede. Ja, so eine Sachen sind natürlich immer extrem wichtig, dass man keine braucht, keine hat, keine... Alter.
Gerade noch so geschafft, Alter. Gerade noch so geschafft. Das war jetzt gerade richtig mies. Wäre ich da runtergekracht. Oh, gleich erstmal in Sicherheit bringen. Oh, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit ist wichtig. Bro! Oh Gott. Oh, oh, geportet worden auch noch gerade. Man sieht nicht. Man wird geportet. Ich würde sagen, das ist ja schon fast der sichere Tod, aber wir werden das nur überleben. Wobei, wir haben den Weg ja jetzt schon einmal gegangen. Und da haben wir ja... Ach, scheiße. Nein. Okay, alles klar. Es leben noch drei Leute. Einer ist mit mir natürlich relativ weit nach unten gekommen. Oh, ich bin nach oben, weil jemand Rising Star eingesetzt hat. Nein. Nein. Scheiße. Das war Fail des Tages gewesen, Leute. Oh, ich bin schon wieder ewiger Zweiter. Ich komme mir so ein bisschen vor wie der ein oder andere Fußballverein in der Vergangenheit. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder bei der dritten Runde von Enderrun, wenn ihr Bock habt. Also bis gleich. Yo, welcome back hier zur dritten Runde von Enderrun. Yo, Bros. Wir spielen hier... Oh, es ist mein Eck. Mein Eck. Mein Eck. Mein Eck. Ich habe es nicht gekriegt. Verdammt. Wir spielen hier natürlich Enderrun. Oh, gleich Kürbis auf dem Kopf. Gleich Kürbis auf dem Kopf. Oh, ich habe ihn gekriegt. Ich habe auch noch einen Kürbis gekriegt. Alter Schwede, hier sind gerade richtig viele Eggs. Richtig viele Eggs. Gerade auf Ebene 2. Au, 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 au. Oh, okay. 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 Ich hätte mal TNT hingeworfen, Leute. Die Map Palma, eigentlich eine sehr interessante. Ich mache mal ganz kurz nochmal einen Kürbis. Für alle anderen. So sehen sie nichts. So sehen sie nichts. Ich habe ihn getroffen, deswegen bin ich geswitcht worden. Und er wahrscheinlich runter, weil er nicht gesehen hat, wo er hingeswitcht wurde. Üble Kombo, Alter. Üble Kombo. Habe ich zwei Sachen gerade kombiniert. Kombinieren ist eine Sache, die man hier auf jeden Fall kann. Für die man sich aber echt konzentrieren muss. Vor allen Dingen, weil man selbst ja nicht runterspringen sollte. In Form von Poison. Die schlimmste... Oh, die schlimmste Kombo mit Poison wäre jetzt noch ein freaky fucking Kürbis auf dem Kopf. So ein Palutengesicht oder sowas in der Richtung. Also quasi ein schlechter Kürbis. Das wäre... What? Gott, Alter. Wir sind natürlich dran, noch weitere Power-Ups einzubinden. Das heißt, wenn ihr Ideen habt für uns, was weitere Power-Ups angeht, reicht ihr uns gerne ein. Das geht übers Forum bei uns auf der spielpirat.de. Und es geht aber auch fucking freaky anders. Ich will nicht schon wieder Zweiter werden und auch nicht schlechter. Ich will auch mal diese Runde gewinnen hier. Oh, das wäre so schön. Das wäre so holy nice. Oh, yeah. Oh, fuck. Ich dachte, ich könnte da rüber springen. Dann müssen wir natürlich gucken, wenn wir jetzt geportet werden, hat auch jemand anders eine richtig gute Position. Wow, so. Ich hoffe, wir wurden nicht geportet. Nein, wir sind nicht geportet worden, natürlich nicht. Zum Glück ist ja alles manipuliertes Spielgeschehen hier. Ein Mikro-Lag hier. Aber das kann mal passieren. Wow. Oh, da bin ich noch drauf gekommen. Oh, holy shit. Leute, ich denke, Enderrun macht auf jeden Fall Spaß. Ich freue mich. Oh, fuck it, Alter. Ach nee, Fünfter geworden. Ach, ist ja mal ärgerlich. Kann man uns mal wenigstens angucken, wie das hier alles noch so aussieht und sowas in der Richtung. Und, ach scheiße, Freunde der Sonne. Scheiße. Wenn ihr Ideen habt für eine Map, könnt ihr die natürlich auch gerne einreichen, ne? Au, 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 Pixel Invader auf verlorenem Posten schafft das. Er kann sich retten, natürlich. Ein Switcher oder ein irgendwas übles Dingens. Oh, 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 er wurde nicht geportet. Er hat Glück gehabt. Er hat richtig wahnsinnig Glück gehabt. Es sind nur drei Spieler da. Wir beobachten das ganze Spielgeschehen noch bis zum Schluss. Wir kommentieren wie ein Fußball. Alles klar. Hier haben wir den André. André versucht sie nur auf den letzten Blöcken zu halten, die ihm Pixel Invader zur Verfügung gestellt hat. Und das schafft er auch ganz gut. Er hat den Sprung geschafft. Au, ist wieder getauscht worden. Pixel Invader muss sich zurechtfinden mit der neuen Situation, dass er wieder unten ist, da wo er auch vorher war. Natürlich sind oben jetzt wieder andere Spieler. Oh, André ist wieder geportet worden mit Pixel Invader. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ein Richtungswechsel. Er nimmt sich das Power-Up auf. Wenn er nicht geportet wird, ist er nicht geportet. Er hat TNT, damit kann er überhaupt nichts anfangen. Nicht da, wo er jetzt ist. Er ist natürlich auf... Oh, er ist runtergesprungen. Er nimmt den Weg. Oh, jemand anders ist runtergeflogen. Pixel Invader ist gestorben. So eine Schandale. Schade, scheiße. Das liegt natürlich daran, dass er vielleicht oben war, wo man... Oh, au. Wer hat gewonnen? Ben Kill. So, das war es auch schon gewesen. Da steht fixe Problem. Wir haben natürlich ein Problem. Mein OBS ist zur Hälfte abgeschmiert in Kombination mit Minecraft. Aber was soll's? Ich freue mich. Machen wir Black Screen weiter, wenn ihr Bock habt. Schaut gerne mal vorbei, wenn es euch gefallen hat. Lasst mal ein kleines Like da. Und, beziehungsweise eine Bewertung. Das wäre mir viel, viel wichtiger. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder von der Spielpirat. Diesmal vom eigenen Server Enderrun. Viel Spaß. Tschüss.